Anspannung nicht zu erkennen. Selbstbewusstsein schon. Der Ton hat sich geändert. Von großem Understatement keine Spur. Der Angriff auf die Bayern hat längst begonnen. Die Stimmung in meiner Mannschaft, die ist, glaube ich, eine gute Mischung aus konzentriert, doch auch freudigen Erwarten auf eine sehr, sehr interessante Aufgabe. Und aufgrund der Tatsache, dass wir zuletzt unsere Aufgaben sehr souverän gelöst haben, stimmt sowohl das Selbstvertrauen als auch die Form. Deswegen ist alles vorbereitet für eine richtig heiße Pokalnacht. Innerhalb von 4 Tagen könnte RB Leipzig die Hierarchie im deutschen Profifußball grundsätzlich in Frage stellen. Im Pokal und Samstag in der Liga trifft der neue Herausforderer auf den Branchenprimus. Sicherlich ein Spiel, das man gerne sieht, in das man vielleicht auch sehr viel hineininterpretieren möchte, aber uns interessiert eigentlich nur das Weiterkommen in die nächste Runde. Und da ist uns, da gibt es sicherlich keine schwere Aufgabe, aber auch keine interessantere, und auf die freuen wir uns. Leipzig hat der Bundesliga die Langeweile genommen, das Team begeistert. Kritiker fechten das Konstrukt RB Leipzig an, schwärmen aber vom erfrischenden Highspeed-Fußball. 116,1 Kilometer durchschnittlich laufen Leipzig Spieler. Zum Vergleich, die Bayern liegen dabei 112,6. 208 Sprints pro Spiel absolviert RB, Bayern 198. 23 Dribblings in einer Partie, der Rekordmeister kommt da auf 20. Absoluter Topwert, Leipzig gewinnt 49% der Dribblings, Bayern nur 43. Die Spielweise fußt auf der Idee von Hasenhüttl. Auch deshalb ist er ein Kandidat als Bayern-Trainer. Matthias Sammer schätzt den Österreicher sehr. Internationale Erfahrung wird er sammeln, hat oben mitgespielt, hat sich in den Verein integriert, ist den nächsten Entwicklungsschritt gegangen, dann von Ingolstadt. Nur gebe dem Ganzen ein bisschen Zeit, Erfahrungen zu sammeln, um natürlich dieser wirklich außergewöhnlichen Persönlichkeit auch jetzt nicht irgendwie eine Situation aufzuladen, die vielleicht ein bisschen verfrüht wäre in meinen Augen. Aber nichtsdestotrotz, seine Grundfähigkeiten sind außergewöhnlich. Im zweiten Jahr Bundesliga hat RB mit Hasenhüttl eine Reifezeit durchgemacht. Neben der Balleroberung beherrscht die Mannschaft auch den Ballbesitz, ganz im Stile eines Spitzenteams. Ich glaube, dass wir mittlerweile einfach über mehrere Gesichter verfügen. Wir sind in der Lage, verschiedene Systeme zu spielen. Wir sind in der Lage, auch Gegner zu bespielen, die tief stehen, aber auch so wie in Dortmund auch mit 35% Ballbesitz Spiele zu gewinnen. Ich glaube, das ist, es ist gut, dass wir ein bisschen schwerer ausrechenbar sind, und darauf haben wir viel hingearbeitet. Die Entwicklung von RB ist aber lange noch nicht zu Ende. Gegen Stuttgart betrug das Durchschnittsalter 23,3 Jahre. Bei den Bayern in Hamburg war es fast 4 Jahre älter. Erfahrenheit kann man nicht lernen. Diesen Prozess muss Leipzig weiterhin durchmachen. Man muss auch mal verteidigen an einem Tag, wo es nicht so gut läuft, also Stabilität ausstrahlen, Persönlichkeit, Reife. Das fehlt mir alles noch ein bisschen, was vollkommen normal ist, und kann sie deshalb noch nicht zu einem absoluten Spitzenteam machen. Der Weg dorthin ist aber gar nicht mehr so weit. Nachhaltig, zielstrebig und ehrgeizig wird RB Leipzig den FC Bayern weiter fordern.